Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquer the World. So, ein bisschen den Sound runterstellen, wie in jedem Spiel so langsam, weil irgendwie mein Headset ein bisschen umgestellt wurde habe oder irgendwas. So, wir haben hier alles gemacht, okay. Dann, okay, nicht ganz, aber jetzt ist ja gut. Du gehst hier rüber, so. Dann haben wir, boah. So, jetzt, in Peking haben wir eine größere Stadt. Also es gibt nach dem Yari und dem Naginata noch die normalen Samurai und die Samurai Arches, und dann gibt es im bei der Kavallerie noch besser, also es wird noch schon besser, aber ganz so gute Bogenschützen haben wir nicht wie die Mongolen. Da müssen wir schauen. Und wir haben einen Bürgermeisterpalast gebaut. Wo ist dieser Tempel? Eigentlich schon fürstliche Stelle oder so. Da haben wir die Samurai-Kavallerie. Hier nicht. Doch, hier haben wir sie auch. Ist das die gute? Scheinbar schon. Also bringt's nichts. Es gibt nicht neue Truppen. Ein großer Markt. Oder irgendwas zuvor. Ja, Kanalisation wäre noch gut. Wir nehmen zuerst irgendwas, das Geld bringt. Es kostet halt alles sehr viel. Das ist das Problem. Dann machen wir lieber hier einen Brunnen. So, und in Yunkan. In Yunkan. Eine Stube unbedingt. In Shenyang. Die Minen, oder? Einen Hafen. Dann ist ja klar, ein Hafen. So, hier hatten wir die Musterungshalle gemacht. Dann bauen wir hier weiter. Okay. Einfach Offensive jetzt nach vorne. Ausbauen. Der Attentäter hier geht dann also hierhin. Und der Spion, der geht mit denen. So. Also schauen wir hier oben, die haben nicht angegriffen, die haben aber eine große Armee. Wollen wir die... die sind gar nicht so gut. Gemeiner Anführer. Greifen sie an, machen die Schlacht selber. Tötet jeden.
Ja. Können wir die nicht weiter vorne hin tun? Dann nehmen wir die da. Sind die überhaupt gut? Naja, ist Kanonenfutter. Könnte man die so nehmen. So. Die Bogenschützen hierhin. Dann haben wir noch die Yari. Ah, die Musketenschützen. Das sind Musketenschützen. Und der hier. Und die zwei. Hierhin. So. Hier haben wir sogar drei noch. Aha, eins ist ja die Ding, okay. Schlacht starten. Die müssen sich zuerst formatieren. Greift ihr an, ihr solltet eigentlich angreifen. Die haben nur so billige Lederrüstungen. Okay, ein bisschen Eisen haben sie schon. Ab die zum Beispiel. Sollte eigentlich nicht so eine Herausforderung sein. Was sind... Ah, das sind Speerträger. Und hier haben wir Bogenschützen. Wo gehen die hin? Hauen die ab? So wird das nix. Haben wir alle, ja. Schießen noch nicht. Ja, vielleicht hierhin zuerst. Schießt bitte. Könnt ihr immer noch nicht schießen? Ach, komm schon. Jetzt. Hier kommen die... Was sind das? Bogenschützen. Jetzt bekommen sie eins auf den Säckel. Ja, toll. Ah, dann geht doch auseinander. So Pussy seid. Ja sicher, die sterben mir gleich weg. Das ist nicht gut. Aber die werden jetzt nicht angegriffen. Gut. Die werden angegriffen. So. Oh, das nervt jetzt schon.
So, und ihr geht hier hin. Dann greifen wir mal zusammen an. Könnt ihr auch dieses Ding machen? Dann macht doch dieses Teil. Oh Gott, oh Gott. Ihr müsst hier hin. Unsere Männer haben den sarazenischen General erschlagen. Ja gut, aber ich brauche jetzt die zwei Truppen für die da. Seid ihr jetzt, geht doch hier hin. Oh, was sind das für lahme Truppen? Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. So, sehr schön. Dann werde ich mal mit allen möglichen Truppen die angreifen. Das sind die, die am meisten Verluste machen. Die Bogenschützen, die scheinen sehr gut zu sein. Also sind berittene mongolische. Wir haben leider nur berittene. Wir haben kumanische Bogenschützen. Okay. Aber die hauen ab. Die hauen ab. Die haben keine Chance mehr. Jetzt können wir noch ein bisschen jagen. Wie das schlecht aussieht. Oh mein Gott. Wieso können die nicht einfach reiten, immer in Position, also in Dings sein, in Formation. Und jetzt sind alle schon weg. Sind wirklich alle schon weg. Da hinten ist noch einer. Aber die schaffen das auch nicht mehr. Ja, jetzt ist fertig. Klar. Oh, nur 292 verloren. Zwei Yari-Samurai haben Erfahrung bekommen, natürlich die Yari-Samurai, die man nicht brauchen. Ja. Die Schwächsten bekommen am besten Erfahrung. Tja, Arbeit. Da ist der Geld. Abgelehnt. Ha. So, angreifen. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Ein überwältigender Sieg, das lehrt sie das Fürchten. Easy. Oh, brutal vernappt. Leidenschaftliche Kämpfer. Gnadenloser Prügler. Ah, blöde Sätze. Und... Obsidianstag. Jetzt heißt der Yoshimitsu das Narbengesicht. Yoshimitsu, der beste Krieger. Aber wieso haben wir hier afrikanische Truppen? Das ist auch irgendwie nicht ganz realistisch.
So, also hier unten haben wir. Dann haben wir hier noch Soldaten. Mein König. Achso. Das ist alles, was ich brauche. Mein König. Also hier gibt's keine Gebäude. Ein Ziel, bitte. Das ist es gibt keine Gebäude in dieser Stadt. Irgendwie sind die Assassinen so extrem nutzlos geworden in diesem Mod. Weil sie natürlich nie irgendwas angreifen können, weil alle 39% haben. Da musste man fast schon speichern und dann ja, immer wieder laden, wenn's, bis es klappt. Ja, natürlich ist der Mod nicht ganz so gut durchdacht, aber eben schon mal die Richtung, die ganze Weltkarte als Ding zu machen, das ist schon eine Herausforderung und auch super so. Es motiviert doch ungemein, der Weltherrscher zu werden und nicht nur der Europaherrscher. Und ja, wir werden mit diesen Japanern hundertprozentig Weltherrscher. Wir haben keine Feinde mehr. Wir sind einfach zu mächtig. Wohin geht es? Ja, Kapitän. Ja, Kapitän. Wie ihr wünscht, Kapitän. Jetzt muss ich nur wissen, wo hier die Siedlung ist. Ich gehe jetzt mal hier hin. Da oben ist eine Stadt. Ein Ding. Aber ich sehe die Stadt nicht. Wohin geht es? Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Ein Dorf, ein Fischerdorf ist dort schon mal, aber keine Stadt. Also dann haben wir hier doch irgendwo noch Truppen, die rübergehen. Zum Beispiel der hat schon.